Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Subsistence mit Voucher, mit Nameless. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte heute die Höhle runter, die Schwarzkristalle holen. Das ist mein nächstes Ziel, dass wir diese Bolzen da bauen können. 6 Schwarzkristalle brauchen wir. Und ich habe jetzt vorbereitet einen Kletterhaken für gleich, falls wir sterben. Ein Kletterhaken, um dann wieder ins Lava-Biom zu kommen. Dann habe ich vorbereitet diese Materialien. Für was habe ich die nochmal vorbereitet? Richtig, ich will mit dem Revolver jetzt bauen, weil der unheimlich viel Damage macht im Vergleich zur 9mm. Ich glaube, das Handling ist ein bisschen schlechter, aber ich baue mir den jetzt mal. Und wir werden unsere 9mm hier lassen. Wir werden die hier lassen, damit wir auch eine Waffe haben, falls ich da unten sterbe. Ne? Das wäre so der Deal. Und die nehme ich komplett mit. So, dann haben wir das schon mal. Dann nehme ich die mit und die mit. Ich weiß nicht, was da unten auf uns wartet. Ich kann es nicht sagen. So, die ist gebaut. Dann habe ich gedacht, machen wir das einmal so. Und jetzt wäre es natürlich geil, wenn wir die nur aufwerten könnten. Einfach eine Aufwertung für die Waffe. Man kann, glaube ich... Lass mich mal gucken. Gut, die Masse hätte ich für alles. Also entweder Nachladedauer erhöhen, aber wenn ich mich verbäge oder irgendwo verstecke, ist das kein Problem. Mehr Feuerkraft macht sie, glaube ich... Ja, ein bisschen mehr Damage oder mehr Munition. Ich glaube, die fast nur 6. Es wäre eine Kugel weniger. Nee, ich mache Feuerkraft, Leute. 3 Waffenteile, 5 Electronics. Ich hoffe, ich habe natürlich die Mats. 3 Waffenteile, 5 Electronics. Mist, jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel. 3 Seile und 2 Dinger, dann reicht's gerade. Dann reicht's gerade. Ja, wie gut. 1, 2... Oh, die ist immer schon lange nicht mehr ausgegangen. Na, dann bereiten wir das jetzt noch vor. Also, wir gehen es noch mal im Kopf durch. Wir tauchen runter. Ich würde sagen, ich nehme beide Flaschen mit. Ne, eine muss ich oben lassen. Also wir müssen es mit einer Flasche schaffen. Ich glaube, unten ist zwar noch eine, aber falls ich meine Sachen holen muss, bam. Ja, gleiches Set. Dann haben wir den Kletterhaken. Müsste jetzt alles da sein, oder? Ich glaube schon. So, dann habe ich vorbereitet, weil ich möchte da unten natürlich... hier ist die Klappe. Ich möchte da unten natürlich nicht das Inventar so vollballern mit verschiedensten Essen und so. Es müsste möglich sein, dass wir... Die hier... So, 5 Mixgetränke. Bam. Bamsle, Katzämsle. Um die Beete habe ich mich, glaube ich, gekümmert. Die sind auch nicht so schlimm. Ich schaue gleich nochmal nach dem Hühnchen. Wir wollen hier nochmal kurz durchgehen, dass ich da... Das mache ich gleich. Ja, Leute, dann läuft es doch mit der Waffenaufwertung. Das letzte Seil wird jetzt gleich gebaut. Und dann bin ich mal gespannt. Wir können ja da erstmal auf dem Weg zum Lava-Biom den ein oder anderen Banditen mitmachen. Dann weiß ich auch, wie das mit dem Revolver-Handling wird, ne? So. Boom. Breche ich das jetzt gerade mal hier kurz ab. Habe ich dann alles? Ich glaube schon. Wir haben, glaube ich, Riegel unten, aber ich nehme trotzdem schon mal 5 Stück mit, weil ich es einfach nicht mehr genau weiß, wie viele es waren. Das hier bräuchten wir eigentlich unten nicht. Das lasse ich jetzt hier heute. So. Ja, dann ist das hier unser Zeug. Das Seil ist gebaut. Bam. Einmal die Aufwertung auf Feuerkraft. Boom. Und dann sollten wir doch normalerweise in der Lage sein, je nachdem, wie der Nameless heute drauf ist mit dem Zielen. Das kann ich natürlich immer erst sagen, wenn wir unten sind. Pfeile nehme ich mit. Schotty nehme ich mit. Die nehme ich mit. Und dann müssen wir mal gucken mit diesem Typ, der da den Höhleneingang bewacht. Ne? So, mein Liebstes. Ich habe dich noch nie benutzt, aber jetzt haben wir dich aufgewertet. Boom. Machen wir das hier wieder rein. Im Moment haben wir eine gute Dings. Dann kann ich praktisch hier einmal ganz kurz reinschauen. 1,4 auf 0,2. Beziehungsweise lass den mal volllaufen, bis ich wieder hochkomme. Der soll sich mal volllaufen lassen, der Gute. So. Ich habe 10 Heilpackages. 10 Verbände habe ich. Ich habe Munition. Ich habe Essen und Trinken. Ich werde mich jetzt selbst nochmal stärken und dann können wir los. Die brauche ich eigentlich unten auch nicht, sind wir ehrlich, ne? Ich mache da unten kein Holz. Es sei denn, im Lava-Biom gibt es Lava-Bäume, von denen ich nichts weiß. So, dann lasse ich das ebenfalls hier. Das können wir dann unten auslagern. Gehen wir uns noch einmal kurz stärken und alles gut. Hühnchen habe ich, glaube ich, versorgt, aber ich schaue nochmal nach, bevor ich abhaue. So, was brauche ich zum Stärken? Wenn ich das jetzt wegballer, das hat zu viel Eiweiß. Das hat zu viel Eiweiß. Oh, ich habe fast nichts mehr zum Gemüsetechnisches.
Eine Tomate habe ich noch. Ja gut, draußen die Beete fassen auch noch ein bisschen was, aber die machen wir jetzt nicht auch noch. Ich würde sagen, so gehen wir los. Ich trinke noch einen Schluck und dann hauen wir ab. So aphorist ist. So. Ach so, für den Fall, dass ich mir die Hände waschen muss. Nehme ich mal mit. Alles andere dann, wenn wir unten sind, Leute. Ich glaube, wir gehen. Hier mache ich noch einmal Holz rein. Das ist immer sehr, sehr aufregend. Wo haben mich die... Wo habe ich denn das jetzt hingelagert? Hier? Hier ist es. So, dann soll das noch einmal durchbrennen. Die Perlen, ihr seht, habe ich besorgt. Da fehlt nur noch eine. Die machen wir dann auf dem Rückweg oder ich besorge die dann. So, komm, so gehen wir. So gehen wir jetzt. Auf geht's. Nimm das. Are you ready to bounce? Nach München wolltest du noch gucken, ne? Hallo? Ja, das ist okay. Das ist okay. Ich gehe erstmal in Stellung. Auf geht's. Ziel. Da vorne wäre ein Feuerchen. Ziel sind 6 von diesen schwarzen Kristallen, ne? 6 von den schwarzen Kristallen, Leute. Ich bin gespannt. Und natürlich wollen wir auch sehen, was es für Loot gibt unten, ne? Aber wenn wir mit diesen Kristallen heimkommen, dann haben wir gewonnen. Aus dem Sinne, aus dem Grund, weil dann geht es weiter Richtung Fahrzeugbench. Die will ich natürlich unbedingt sehen. So, ich muss nochmal gucken, so genau. Weiß ich das also noch? Ja doch, da ist er noch. Haben wir sie doch schon. Eine Perle brauche ich noch für diese Platinen. Dann haben wir alles, um das Ding zu bauen. Kann ich eigentlich das ausrüsten? Ja, dann sehe ich ein bisschen mehr, nicht allzu viel. Ich bin gespannt jetzt, ne, mit dem Eingang, da wo ich das letzte Mal umgekehrt bin. Was passiert, wenn wir da runtergehen? Ich nehme an, dass der Typi dann schießt. Ich habe aber Verbände, ich muss nur rechtzeitig die richtigen Tasten drücken. Ne? Das wäre so das Dings. So. Und falls wir sterben, haben wir alles vorrätig oben. Damit uns da nichts irgendwie... Hier müssen wir gleich gucken, nicht, dass das Feuerchen wieder kommt. So, ab jetzt ziehe ich auch die Dings an. Wie er hier manchmal voll schwer rauskommt nur, ne? So. Taucherset. Achso, warte mal, machen wir das mal so. Die ziehe ich natürlich an, da haben wir auf jeden Fall unseren Schutz. Soweit ist klar. Hier wäre auch noch was gewesen, ist auch soweit okay. Die Kletterhaken muss ich mitnehmen, die brauchen wir zum Schürfen. Das lasse ich jetzt alles so. Ich nehme an, dass wir auch das ein oder andere an Matze verballern. Habe ich die Muni mit? Jo, Gott sei Dank. Gut, holen wir uns erstmal den Kristall. Man kann in der Zeit schon wieder was nachspawnen. Ach, jetzt habe ich die Dings vergessen, Leute. Irgendwas ist ja immer bei mir, ne? Aber jetzt habe ich diesen Waffenaufsatz vergessen. Mit dem Licht. Aber ich denke, beim Lava-Biom dürfte es hell genug sein, oder? Und dann habe ich auch letztens gesehen beim Schneiden, dass, glaube ich, 8 Kohle einmal das Ding voll machen, ne? Das heißt, ich werde auch Kohle farmen in Zukunft. Ne, wenn ich 3 so Dinge abbaue, habe ich einmal komplett das Feuerchen gefüllt. Hey, guck mal, ist der Hammer. Sie sind wieder da, ne? Gut, das weiß ich halt noch nicht genau, wie ich mit der Waffe umgehen muss. Ich weiß nur, dass sie jetzt wahrscheinlich gleich rüberkommen. Feige waren sie ja nie. Oder haben sie sich jetzt doch versteckt? Also der erste Schuss ging jetzt auf jeden Fall schon mal daneben. Geil wäre es natürlich, wenn sie durchs Wasser kämen, aber das tun sie, glaube ich, nicht. Ich muss näher hin. So, warte. Guck, wir machen das jetzt einfach. Wenn ich näher dran bin, dann treffe ich damit wahrscheinlich auch besser.
beste Übung. Ich sehe, da ist er. Boah, Alter, mit zwei Schuss. Boah, Alter. Mit zwei Schuss habe ich den jetzt. Vorher habe ich ein Magazin gebraucht, ne? Jo, Alter, mit zwei Schuss kriege ich die. Alter, da ist der Revolver aber schon auf jeden Fall gattiger als meine 9mm. Dann wird das meine Ersatzwaffe in Zukunft. Zwei Schuss aus dem Revolver. Gut, er ist einmal aufgewertet, aber hey. Das haben sie aber knapp gebaut hier. So, ich lade das schon mal aus, weil ich nicht weiß, wie viel Loot wir da kriegen werden. Ja, cool, hey. Mit dem Revolver jetzt. Dann wird das meine Höhlenwaffe wahrscheinlich. Also, das hat mich jetzt schon mal richtig... Ja, weißt du, letztes Mal habe ich da ein halbes Magazin reingebaut. Sehr, sehr cool. Ich frage mich immer noch, wo die Holz finden hier unten. So, weiter geht's. Schade, dass ich den Waffenaufsatz vergessen habe, aber ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Jetzt sind wir natürlich tierisch gespannt. Ich laufe einfach mal den Weg, den wir das letzte Mal gelaufen sind. Er müsste sich ja normal eine Fledermaus mit einer Kugel jetzt kriegen, ne? Und da wir von denen wirklich genug dabei haben. So, wenn jetzt nochmal irgendwas abfällt, nehme ich es mit runter ins Lava-Biom, ne? Ja, man hört sie ja normalerweise aufflattern. Man muss nur ein bisschen aufpassen, weil plötzlich können sie wieder auftauchen. Das sind mindestens zwei Stück immer, ne? Kristalle kann ich dann auf dem Rückweg machen. Also ich nehme das nächste Mal das Licht wieder mit. Mir persönlich bringt es genug. Zusätzlich. Ja, wenn wir auf dem Rückweg leben noch und gut Zeit haben, würde ich sagen, fahren wir auf dem Rückweg noch ein bisschen Zeugs. Mal gucken wir jetzt erstmal, dass wir... Na gut, wenn ich den Pilz gerade sehe, nehme ich ihn mit. Ich weiß jetzt halt nicht, wie heiß es da unten sein wird, ne? Wenn wir Pech haben, muss ich von da irgendwas bauen. Gibt's kein Kältekit? Dann ziehe ich mal meine Klamotten halt aus, was will ich machen? Gut, aber die Kristalle sollte ich mitnehmen, weil die können ja auch despawnen, ne? Wenn ich sie schon sehe. Wir können ja auch mich mal einen Stack voll Premium-Pfeile vielleicht bauen irgendwann. Feuer? Sollten... Oh, scheiße, scheiße. Wo ist er hin? Ey, die Waffe ist geil. Weiß nicht, ob er alleine ist. Kann sie mir mal aufsparen für einen Moment? Ey, du kriegst hier richtig guten Loot halt, ne? So, hier müsste man normalerweise jetzt ein bisschen genauer gucken, ob wieder so ein Rucksack rumliegt. Aber... Kristall nehme ich mit. Nehmen wir auch gleich mit. Hier unten ist es ja egal, ob es oben hell oder dunkel ist. Das heißt, da sind wir dann nicht zur Nacht direkt fertig. Wir machen einfach 6 Schwarzkristalle müssen heute drin sein. Und das ganze Ding überleben wäre natürlich super. Ohne, dass ich drauf gehe. Also ich habe keinen Bock eigentlich runterzutauchen nochmal, ne? So, ich bin nicht mehr 100% sicher, aber ich habe das Gefühl, wir müssen hier rein, glaube ich, war das. Boah, Alter, da bin ich jetzt erschrocken. Puh, ich brauche ein Schlückle Tee. Okay, der war gut. Also wenn ich jetzt da runterkletter und der Typ da ist, dann muss ich halt jetzt schnell sein. Das heißt, ich gehe mit vollem Leben erst runter. Und ich habe letztes Mal, aber ich kann mich ja anschleichen hier. Vielleicht sieht er mich dann nicht gleich.
Vielleicht kann ich ihn ja von hier erspähen, weißt du? Ich glaube, der Rückstoß von der Waffe ist ein bisschen stärker wie die. Ja, guck mal, wie schnell wir jetzt doch heute tatsächlich losgekommen sind. Auch. Im Moment sehe ich ihn nicht. Vielleicht ist er auch nicht immer da. Vielleicht sehe ich ihn aber auch bloß nicht. Ich laufe mal hier ganz hintere einmal. Das Leben tickt hoch, ist hochgetickt. Wenn ich kletter ich runter und dann löse ich das einfach spontan. Vielleicht haben wir Glück und er ist nicht immer da. Ich laufe einmal komplett bis hier. Vielleicht trigger ich den aber auch erst. Ich sehe ihn nicht, ne? Also Leute. Ich kletter aber da hinten runter, weil letztes Mal ist er auf der rechten Seite unten gesteckt. Das ist ja geil, dass ich mich so weit hier so drehen kann. Ist aber schon ein Stück Weg, ne? Oh oh. Es ist heiß. Wie heiß ist es denn hier unten, bitte? 39 Grad, Leute. Da werden wir uns nicht ewig aufhalten können, ne? Oh, das sieht nicht gut aus. Deswegen nimmt man da viel zum Trinken mit, ne? So. Da tickt es natürlich runter. Die Frage ist, bringt es was, die Sachen auszuziehen, ne? Nee. Nicht so richtig. Da können wir gerne eine Frage in die Runde draus machen. Wie präpariert ihr euch, wenn ihr hier runter geht? Zieht ihr eure Sachen aus? Lasst das an? Trinkt ihr einfach mehr? Ich habe ja Gott sei Dank was dabei. Schwarzkristall. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir den finden. Ab jetzt bin ich natürlich tierisch aufgeregt. Da war ich noch nie, ne? Boah, Leute, ich glaube, das wird noch heißer da hinten. Boah, ist die Höhle geil. Ist alles grün. Sollen wir uns gleich einmal präparieren? Ich glaube, das macht Sinn, oder? Das war nicht so traurig, aber das verliert, glaube ich, Wasser. Da hinten ist einer. Es ist gar nicht so schlimm. Man darf es nur nicht vergessen. Der wird mich gleich so tierisch erschrecken, der Typ. Hier ist er. Ich habe das Gefühl, ich habe kaum Damage gemacht. Treffe ich den nicht? Entweder zieht die Waffe irgendwie jetzt anders oder ich treffe den einfach nicht. Jetzt, aber ich mache jedes Mal, kriege ich Blutungsschaden. Ja.
Boah, ich hab den. Ich muss mir angewöhnen, die Dings hier zu drücken. Ne? Hier ist ein Pilz, den hole ich. Okay, die sind wieder eine andere Nummer hier unten. Obwohl der keine Rüstung anhat in dem Sinn. Ich weiß auch nicht, wie viele da jetzt kommen. Habe ich nachgeladen? Ja. Ich muss halt vorsichtig sein. Wie sieht denn so einer aus? Ah, der hat eine Maske auf. Dann kann er hier wahrscheinlich besser atmen. Oh je, oh je. Bis jetzt ist es einer. Ich meine, einer ist keiner. Ich sehe hier keine Schwarzkristalle bis jetzt, gell? Ich nehme an, die haben dieselbe Struktur wie die anderen. Oder muss ich die hier aus der Kohle rausziehen? Ich probiere mal mein Glück. Ne, ist das gleiche Geräusch auch, ne? Boah, merkst du, wie das Wasser runtergeht unten? Jetzt ist es aber so, dass wir tatsächlich nur einen hatten. Die Dinger sind es nicht hier, dass ich die abbauen muss. Ne? So, wir gehen hier rüber. Was haben wir? 39 Grad. Ich könnte uns ein Wässerle gönnen. Dann sehe ich auch mal, wie weit das auffüllt. Ja, aber dann kann ich doch das anlassen. Das macht doch wahrscheinlich keinen Unterschied, oder? Ich merke nämlich unheimlich viel Damage, wie reinkommt. Ich probier's mal so. So, Achtung. Boah, ist das stylisch hier unten. Mir gefällt's total gut halt, ne? Denk dran, du musst auch zurück, ne? Ich hoffe, die Schwarzkristalle gibt's wirklich hier. Irgendwie habe ich gerade nicht das Gefühl. Okay, hier scheint... Ich dachte, hier unten wimmelt's von denen, weißt du? Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen überrascht auch. Ich sehe keinen Schwarzkristall. Hä? Ah, da geht's noch tiefer rein, haut's mich um. Ich dachte schon, wir sind durch, ne? Da hinten ist er. Wir haben uns einen ersten Schwarzkristall gesichtet. Ich schreie jetzt mal noch nicht, dass wir ihn haben, weil ich muss ihn erst abbauen. 6 Stück brauchen wir, für, damit es weitergeht oben, ne? 39 Grad. Ja, das Wasser tickt runter, aber es ist nicht so, dass man es nicht managen könnte. 2 habe ich. Unsere ersten 4, wenn aus jedem eins rauskommt. Hier kam ich her, ne? Gut. Kohle lasse ich jetzt hier unten liegen. Die können wir auch oben farmen, ohne zu schwitzen. Ich brauche noch so ein Kristall, Alter. Ist es zu hoch für dich? Nee, ne? Noch einen holen, dann haben wir unser Ziel erreicht und dann auch lebend rauskommen und dann können wir zukünftig hier... Das könnte natürlich auch ein Christian... Ne, das sind diese Stalagmiten, die hier hochwachsen. Aber ich bin aber ziemlich, ziemlich überrascht, wie cool und stylisch das hier unten ist. Okay, Wasser wird gelb. Ins Lava sollst du auf keinen Fall rein, das war noch nie eine gute Idee. Hier ist noch ein Kristall. Ich versuche, den zu bekommen. Kisten habe ich jetzt noch keine gesehen, die hier gespawnt werden. Und einen Feind hatten wir erst.
Vielleicht auf dem Rückweg gleich noch mehr. Ziel erreicht. 6 Kristalle brauchen wir. 6 habe ich. So, jetzt gehen wir noch einmal hier einen Bogen rum. Ja, da muss ich halt zukünftige 10er Stäckle Wasser mitnehmen. Vom Gemüsewasser, weißt du? Und 10 Riegel. Und dann können wir hier unten schön die Höhle einmal richtig abfarmen. Ich bin ziemlich happy, dass wir jetzt hier unten gerade sind. Dass wir da mal so weit. Aber feindfrei, ne? Irgendwie. Ich habe da echt gedacht, dass da viel, viel mehr abgeht. Da ist noch ein Kristall. Vielleicht nehmen wir den auch gleich mit. Und dann gehen wir zurück gemütlich. Und dann haben wir das Ding auch vielleicht überlebt heute, wenn wir Glück haben. Boah, jetzt kommen sie, die Kristalle. Die sind halt einfach tief drin, ne? Hinten ist noch einer. Das ist ja eine krasse Höhle, sag ich dir. Kann natürlich sein, wenn wir Pech haben, spawnen die jetzt gerade alle hinter uns. Da ist die erste Kiste. Jetzt bin ich gespannt. Nee, oder? Brauche ich da die Axt? Also muss ich die Axt das nächste Mal mitnehmen. Okay, da musst du gar nicht so direkt auf den Kopf nur. Boah, wie schnell ich halt blut, ne? Überlege ich gerade. Ich hoffe, ich kann mit der draufhacken. Ja, das geht. Geiler Loot. Geiler Loot. Einfach mal so eine Taucherflasche drin. Phosphor will ich jetzt nicht unbedingt, oder will ich das? Brauche ich das? Soll ich das? Ich nehme es mal mit. Tja, ich sollte auch wieder an den Rückweg denken irgendwann mal, ne? Ja, ich gehe jetzt zurück. Ich habe ja jetzt, was ich brauche. Den nehme ich noch mit. Der letzte. Da müssen wir halt mal eine Tour machen, die dann länger geht. Weil bisher habe ich gerade mal eine Kiste gefunden, ne? Und die ist ja schon geil gefüllt gewesen, muss ich sagen. Tolle Geschichte hier unten, mein lieber Mann. Das macht gerade Laune wie Sau. Eine komplette Taucherflasche. Überleg mal, wie viel Materialien ich da weniger craften muss für die. Sehr, sehr geil. Wollen wir hier drüber laufen? Sind wir so mutig? Ja, ja, sind wir so mutig. Gehen wir jetzt einfach mal gucken. Ist da hinten noch ein Kristall? Dann nehme ich den nämlich jetzt auch noch mit. Jo, guck mal, jetzt stehen sie langsam da. Ich glaube, die spawnen erst, wenn du eine Weile hier drin bist. Gefühlt habe ich jetzt gerade so die Idee, dass die Jungs vielleicht bei den Kisten irgendwo lauern, weißt du? Weil gerade eben war es ja wirklich ein Zufall. Oder war es wirklich so, dass die irgendwo bei den Kisten immer sind? Oh. Auch hier zeigt sich es wieder ein bisschen vorbereitet, wenn man losgeht, ist es nicht verkehrt, ne? Oh, Alter, auf einmal kommen sie, die spawnen jetzt hinter mir halt, ne? Da lasse ich natürlich jetzt keinen liegen, wenn es nicht sein muss. Hier sieht man auch genug, ne? Hier braucht man nicht unbedingt. Wir gehen hier rüber. Ohne ins Wasser zu fliegen. In die Lava. Ins Wasser ist gut. Ja, Nebel ist halt Blut geleckt. Ich spür's gerade. Der will nur eine Kiste. Digga, wenn es jetzt heute keine zweite Kiste wird, dann wird's keine kommen. Vielleicht sind die so selten wie die Dietrich. Kisten. Hier willst du rüber? Kein Problem. Geh.
Darf es natürlich mitentscheiden. Macht Laune wie Sau hier, auch wenn jetzt nicht die Hölle los ist. Hier ist nochmal eine Kiste, jetzt bin ich gespannt. Dann war es Zufall. Guck mal. Ein Molly und von den guten Schuss, Leute. Einfach mal so. Da spare ich mir einen Haufen Mats. Ich weiß natürlich nicht, ob ich nochmal rausfinde. Aber im Moment sind die Werte auch soweit okay. Das heißt, ich werde jetzt immer ein bisschen Wasser fördern. Dass, wenn wir hier eine Tour machen, eine Loot-Tour dann, eine richtige, dass wir dann auch genug Zeugs dabei haben. Jetzt habe ich mich verlaufen. Muss ich da runter? Muss ich da runter oder nicht? Ich müsste eigentlich in die Richtung. Ich weiß es nicht, Leute. Ich gehe einfach mal da runter. Das werden wir ja dann sehen. Das wird wahrscheinlich jetzt mein Problemchen, dass ich halt wieder rauskomme. Ich glaube nicht, dass ich hier runter haben müssen. Bin mir aber auch nicht sicher. Ich bin ja nicht der Einzige, der den jetzt gehört hat. Hey, die sind ja hinten irgendwo, aber ich sehe sie nicht. Und ich habe noch eine Kiste gesehen, halt, ne? Nee, hier ist eine Sackgasse. Es macht Laune wie Sau gerade. Vor allem, weil du halt hier unten auch ein bisschen geileren Loot bekommst, ne? So, Diggerle, jetzt geht's drum, wo kommen wir wieder raus, ne? Jetzt muss ich einen Ausgang suchen. Ich meine, hier geht's noch tiefer runter, oder was? Oder ist es hier einfach auch nur eine Sackgasse? Ich probiere mal zu rennen, auch wenn das wahrscheinlich nicht das Geilste ist, was ich machen kann hier unten. Wasser geht nochmal runter, aber ist okay, ich habe noch was zum Trinken. Geil. Also es macht keinen Unterschied, ob ich die Klamotten anhab oder nicht, finde ich. Ich muss einfach dieses Trinken da einplanen und dann passt es schon. So, aber wo geht's? Ich glaube, ich muss wieder da hoch. Ich glaube, ich muss da hoch und dann einfach mal weiter. Und dann irgendwann muss ich aber um die Kurve, dass ich zu meiner Base komme, ne? Aber es lohnt sich auch hier in die Ecken zu gucken, weil... Kissen, ne? Ich glaube, ich muss hier links lang. Oh, da ist nochmal ein Kristall. Nehme ich mit. Der Revolver war die Entscheidung schlechthin, finde ich. Zwei Schuss. Und sogar nicht mal auf den Kopf. Also zwei auf den Körper, glaube ich, reicht vollkommen aus. Und wenn du genug Heilung und alles dabei hast, ist es auch kein Problem. Ich glaube, hier ist immer richtig. Ich muss nur langsam machen, die spawnen ja auch hinter uns. Ne, das sieht irgendwie nicht richtig aus. Doch, hier rüber. Ich glaube, man kann auch auf der anderen Seite raus, aber dann wäre ich am östlichen See, ne? Wäre vielleicht ein Ziel. Also Frage die Runde. Revidieren. Die andere hat sich ja geklärt. Kann man auf der anderen Seite hoch und kommt im anderen See dann irgendwo raus? Weil dann könnte man uns da auch nochmal eine Mini-Butze bauen vielleicht. Dann haben wir mehr oder weniger die Möglichkeit, einfach die Höhle einmal durchzulaufen und hinten wieder hochzugehen. Weißt du? Dann brauche ich jetzt hier praktisch nicht den ganzen Rückweg machen. Ich glaube, wir sind hier richtig, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich meine, hier habe ich heute schon runtergeschaut, aber dann wäre da normalerweise irgendwo jetzt gleich der Aufgang. Ey, das war auf jeden Fall ein geiler Run hier runter. Ne, jetzt bin ich mir wieder nicht mehr sicher. Da hinten steht gleich wieder einer, den nehmen wir natürlich wieder mit, müssen wir. Kommen wir eh nicht drum rum. Aber jetzt glaube ich, dass wir doch richtig sind. Hier ist er. Ja, sind zwei Schuss, Leute. Also zwei Treffer, nicht zwei Schuss. Bei mir sind es mehr Schuss. Bei mir sind es natürlich mehr Schuss. Aber wenn man zweimal trifft, hat man den. Und jetzt habe ich auch das Gefühl, wir sind richtig. Ich will jetzt nur noch raus hier, ne? Dann hätten wir es nämlich überlebt. So, ich gönne uns den Pilz. Und dieses Wasser. Du musst halt ziemlich tief rein für die schwarzen Kristalle, habe ich das Gefühl. Hier habe ich nämlich noch keinen gesehen. Alter, dieser Schwefelnebel. Hier geht's hoch, ne? Pilz nehme ich mit. Doch, da ist tatsächlich auch gleich am Anfang ein schwarzer Kristall. Guck mal. Den gönne ich uns auch. Wir sind mehr oder weniger raus. Ich bin gespannt, ob es oben jetzt auch noch so gut läuft. Und dann hätten wir es aber. Geile Geschichte. Ist was anderes? Ist was anderes wie oben. Schöne Abwechslung. Die Freude, was in diesen Kisten drin ist, ist hier unten ganz enorm. Weil da sind ja richtig fette Sachen drin, wo wir oben normalerweise einen Haufen Matze für ausgeben, ne? Jetzt will ich eigentlich nur noch vor. Ich würde jetzt auch nur noch für Kristalle tatsächlich halten. Geil, 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 geil. Dass wir jetzt hier sind alleine, ist schon eine Nummer. Guck mal, das Inventar knalle voll, ne? Absolut göttlich. Gehen wir noch gemeinsam vor, oder? Dann sind wir auch ganz sicher, dass es geklappt hat. Hochtauchen kann ich ja dann. Kann ich ja dann so. Dann nehme ich gerade die Taucherflaschen, die wir angefangen haben, alle mit. Dann haben wir nämlich eine gute Möglichkeit, da noch vielleicht nach Muscheln zu gucken, morgen geschwind. Hey, dann sind wir morgen wahrscheinlich in der Lage, das Ding ein bisschen weiterzubauen. So. Vorne läuft einer. Habe ich gerade so im Augenwinkel gesehen. Zwei sind's. Einer rechts, einer links. Fledermaus. Geht auf ihn. So, die Fledermaus ist aber noch irgendwo. Ich nehme mal lieber eins. Glaub nicht, dass er die hat. Dich hat's aber gut hingelegt, die Galle. Wo ist die? Das ist das Leder, was rausgeflogen ist, ne? Ja, oder Stoff. Eigentlich heißt der Stoff tatsächlich, stimmt. So, für mich geht es jetzt hier raus. Ich lasse jetzt alles andere liegen. Die Kristalle, wie gesagt, sind ja kein Problem hier zu farmen. Zwei Schuss aus der hier. Ja gut, ich meine, das, wenn wir da 50 Schuss mit runternehmen, schaffen wir einmal so eine Tour wie heute. Und dann werde ich ja mit der Waffe auch noch ein bisschen besser. Die habe ich ja heute das erste Mal benutzt. Sie wirkt schon, also sie spielt sich schon ein bisschen anders. Aber durchaus ein schönes Gefühl, wenn man mit zwei Schuss die hier zu erliegen. Vielleicht nehmen wir die auch mit auf den nächsten großen Raid, ne?
Die ersten Mollys haben wir. Jetzt haben wir sogar einen Molly schon gefunden. Was so viel bedeutet wie, ich muss gar nicht mehr so viele nachbauen, ne? So, meine Lieben, was eine schöne Runde. Absolut abwechslungsreich. Mich dann halt jetzt aber auch. Ich hör's. Ja, ich brauch's aber nicht ausnehmen. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Außer für die Sachen, die wir schon haben. Sehr, sehr geil. Guck dir das mal an. Jetzt haben wir aber eine schöne, schön saftig viel Matz. Da oben ist nochmal ein Pilz. Nehme ich mit. Wertetechnisch ist es auch okay. Kann ich mich oben jetzt stärken, dann ist wieder alles in Ordnung. Die Nachladezeit verkürzen von der Waffe und einen Schuss mehr und dann ist doch das Thema geil, oder? Und natürlich kann man die mit der Feuerkraft auch noch weiter aufbauen. Da ist nochmal Pilz. Ich sehe meine Bude. Alles wird gut. So, dann würde ich sagen, ich tauche nach dieser Folge auf. Dann gehe ich nämlich jetzt hier raus, weil ich nämlich jetzt gleich weg muss. Und dann sehen wir uns morgen wieder oben. Ich mache einen Offscreen-Tag, sodass ich wieder im Lot bin, auch mit der Uhrzeit und allem. Und dann schauen wir mal, wie weit wird die Fahrstation. Vielleicht kann ich die Fahrzeugstation so vorbereiten, dass wir uns die morgen geben. Dann können wir nämlich auch anfangen, das Gebäude drumherum zu planen. Ich habe so Bock auf noch mehr von den Kisten da unten jetzt, ne? So, Leute, das war's für mich heute. Ganz kurz noch einmal durchgucken, was wir jetzt alles bekommen haben. Zumindest von den Dingen, die wir brauchten oder wollten. Toll, hat gut geklappt. Bisschen vorsichtig machen und schon klappt's. So, also, genau, wo ist denn das jetzt hin? Hier. Mist. Was habe ich denn da jetzt falsch gemacht gerade? Die Idee war, dass das aufsteckt, ne? Ach, Kaliumerz war das andere. Deswegen ist das nicht aufgesteckt. Gut, Leute. Wir haben bekommen 28 schwarze Kristalle und 37 von denen. Und die drei noch dazu. Die Kohle nehme ich mit hoch. Das nehme ich mit hoch. Die Riegel lasse ich unten für alle Fälle. Die Muni kann mit. Ist irgendwas, was ich hier lassen will? Eigentlich nicht. Ich würde die Taucherflaschen vielleicht eher mit hochnehmen. Also, das muss ich ja auch mit hochnehmen, ne? Lass mich mal kurz was überlegen. Was kosten die eigentlich in der Herstellung? Okay. Also, dann muss ich das so machen. Das so. Eine nehme ich mit. Oder lasse ich eine als Ersatz unten, falls mir mal das passiert, dass ich unten eine brauche zum wieder hochkommen. Die drei waren ja für hier, ne? Die drei waren für hier. Was möchte ich? Eigentlich will ich alles wieder mit hochnehmen. Hier ist ein Zahnrad, was drauf kann. Nägeltechnisch. Hier habe ich zwei Waffenteile. Die könnte ich umlassen, aber die will ich oben reinkippen. Die brauche ich oben. Ja, weißt du was? Das hier kriege ich ziemlich schnell nachgefarmt. Ja, dann nehme ich nämlich lieber das hier mit. Ja, auf einmal geht's auf. So, für meine Öfen. Das war's. Wir sehen uns morgen wieder. Ganz lieben Dank für die Runde. Ich freue mich auf euch.